Er ist ja schon alles Typ, ist ja so einer beim Auspacken. Wie sagt man es am besten, der sehr pessimistisch gestimmt ist, also der sich eigentlich gar nicht darüber freut auch. Jetzt so wie bei dem Beispielvideo. Ist das schon alles? Der Allesfreuer-Typ ist so mehr oder weniger gesagt, dem ist es egal, was er bekommt, er freut sich trotzdem halt darüber. Wow, eine DVD! Ist ja nicht schon, dass ich die 1000-mal habe! Ein Buch! Das gibt's bestimmt aber schon bei uns im iTunes und im App Store. Egal, ich freue mich trotzdem halt drüber. Eine CD von 2005. Ich glaube, da sind so tolle Dance- und Electronica-Lieder drauf, die höre ich mir bestimmt oft an. Socken, weil es im Winter sehr kalt ist, freue ich mich trotzdem drüber. Eine Karte von Pokémon. Ist ja nicht so, dass die heutzutage kaum einer mehr sammelt, aber sie glänzt. Lego, ist ja nicht so, dass ich gerade mal schon 14 bin und bald 15 werde, aber ich freue mich trotzdem. Actionfiguren von Indiana Jones und Star Wars. Ich bin zwar ein Star Trek Fan, aber lassen wir's. Eine Brille, ist ja nicht so, dass ich gute Augen habe, aber ich glaube, ich setze sie mir trotzdem mal auf. 10 Dioptrien, er macht nichts. Das neueste Handy von 2007. Ich glaube, das funktioniert sogar noch. Der Pseudofreuer ist so einer, der gibt nach außen so, yay, das ist so toll. Im Inneren denkt er, was für ein verdammter Mist. Also, jetzt wie, keine Ahnung, in dem Beispielvideo hier jetzt. Oh mein Gott. Ja. Toll. Der Okay-Typ ist so, ja, ist toll, ja, es gefällt mir, ja. Und im Ende denkt er sich eigentlich nur so, braucht man das eigentlich? Ja. Kann sein. Ich meine sie stärker. Die hatte ich noch nicht. Der Tolle ist Föhn. Der Föhn ist toll. Die CD habe ich auch noch nie gesehen. Ja, das Raumschiff habe ich auch noch nicht gehabt. Ich glaube, das ist das Neueste.
der YouTuber, also ist jetzt so speziell dieses Unboxing, wie auch immer man es ausspricht, ist ja egal, ja so, diesen, ja, ich kann jetzt nicht alles aufmachen, also das Beispielvideo wird eigentlich schon erklären. Ja. Ja, danke für die Geschenke, aber ich muss jetzt so hochgehen, ich muss aufnehmen, ne? Und Unboxing. Ja, wir sehen uns dann in einer halben Stunde wieder. Ja, tschüss.